Es funktioniert. Naja, was heißt funktioniert? Ne? Ich habe eine Kamera, ich habe endlich mal die Bedienungsanleitung gelesen. Das ist vielleicht ein Zirkus, da wenigstens einen Timer einzustellen, dass er einem die Uhrzeit, nein, nicht die Uhrzeit, also den Timecode anzeigt, wie lange man schon sabbelt und gleichzeitig die Pegel für die Aufnahme. Das heißt, ich sehe, das Mikrofon funktioniert noch. Und zwar, obwohl das Ding auf links gedreht ist, ne? Der kleine Monitor an der Seite. Die Lösung ist ganz einfach. Man muss das Mirror abstellen. Das heißt, jetzt ist diese Hand ist für mich im Sucher auf der Seite und umgekehrt. Das heißt also, es wird irgendwie so. Irgendwie so wird das jetzt künftig sein. Ist doch völlig egal. Ich bin doch ganz außer Atem. Space Cadets. Also Raumkadetten. Worum geht's eigentlich? Also es geht jetzt nicht um die Show als solches. Die Show, die Idee finde ich nicht schlecht, ist von 2005 von der BBC. Ich habe bis jetzt auch nur eine englische Version gefunden. Übrigens, sämtliche Folgen sind auf YouTube zu finden. Da geht's darum, dass man irgendwelche Leute für irgendeine Show findet, für eine Reality-Show, bei denen man noch nicht verrät, worum es eigentlich geht. Und dann werden die Leute ausgesiebt und da haben sie also schon gezeigt, also die normalen Bewerber, da ist so der ein oder andere Querschläger dabei. Egal, 100 Leute blieben als tauglich übrig und es ging darum, den Leuten vorzugaukeln, sie würden nach Russland fliegen, in ein russisches Astronautencamp, da, ich glaube, war es eine Woche oder war es 3 Wochen? Ich glaube, 3 Wochen zu trainieren. Und dann werden zum Schluss 4 von ihnen ausgewählt, die tatsächlich ins All fliegen für 5 Tage. Da das natürlich alles Bullshit ist, musste man erstmal eine komplette russische Station bauen, wo die ausgebildet werden. Aber mit allem drum und dran, mit russischen Darstellern, russische Uniformen, russische Schilder, russische Steckdosen, alles. Sogar, sie haben jemanden nach Russland geschickt, der hat russische Alltagsgegenstände, vom Tampon über Duschgel, also alles russisch, rundum. Naja, und zum Schluss haben sie noch einen Simulator gebaut, wo die dann hochfliegen und rausgucken und bla bla bla. 2005, damals war das noch nicht so einfach mit Simulatoren. Egal, darum geht's überhaupt nicht. Das Interessante, fand ich, war das Auswahlverfahren. Ja, da haben sie auch ganz höhnisch gesagt. Also, was brauchen wir für Leute? Brauchen wir welche, die sämtliche Vornamen der Captains des Raumschiffs Enterprise kennen? Nein. Brauchen wir jemanden, der die Sternbilder auf Anhieb kennt? Nein. Brauchen wir jemanden mit wissenschaftlicher Vorbildung? Nein. Wir brauchen leichtgläubige Menschen. Und deswegen habe ich mir die Psychotests, na, also mit denen man die letzten 100 Leute ausgesiebt hat, habe ich mir die Psychotests mal aufgeschrieben. Test 1. Ihr kennt doch diese Punkte, ne, diese Bilder, die nur aus Punkten bestehen, mit denen dann irgendwie so Farbblinde irgendwelche Zahlen nicht sehen. Ne? Und wer gut gucken kann, erkennt darauf irgendeine Zahl und die anderen eben nicht. Hier haben sie jetzt einfach Tafeln genommen, wo einfach nur völlig wirr irgendwelche Punkte drauf waren und haben den Leuten eingeredet, da ist das Gesicht eines Prominenten drauf. Und je genauer sie einen Prominenten erkannt und den auch noch im Detail beschrieben haben, desto geeigneter ist er für diese Show gewesen. Das ist interessant, ne? Dass es wirklich Menschen gibt, die wollen glauben. Naja, kennen wir, glaube ich, als Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, also der typische, sag ich mal, Aluhütchenträger. Der zweite Test, das war ein Glas voll mit Augenflummis. Na, also so irgendwelche Flummis halt. Und der Betreffende sollte dann schätzen, wie viele da drin sind und dann eine Zahl angeben. In der Zwischenzeit hatten sie aber schon so ein Board aufgestellt, was die anderen geschätzt hatten und haben da völlig überhöhte Zahlen eingesetzt. Ne? Und wenn man das Tuch wegmacht, sieht man, die anderen haben alle viel mehr geschätzt. Und dann brauchten sie praktisch die Leute, die unter dem Druck der Masse ihre eigene Schätzung wieder besseren Wissens nach oben korrigieren. Das ist also leichtgläubig Punkt 2. Wenn man genug Irre um sich rum hat, fängt man selber an, den Schwachsinn zu glauben. Da haben sie dann wieder die Besten rausgesucht, Besten in Anführungszeichen. Das Dritte, das hatte jetzt damit nicht direkt zu tun, da mussten sie für, ich glaube, 20 Minuten in einem Schlafsack verbringen mit verbundenen Augen und praktisch mit der Wärme, mit der Enge, das waren sehr enge Schlafsäcke, da wollten sie eigentlich nur sehen, ob da einer mit Platzangst dabei ist. Dann der vierte Test war,
dass die Leute so in irgendeinen Lift gekarrt werden, möglichst viele, dass das schön eng wird da drin, und dann bleibt der Lift natürlich stecken. So für 20 Minuten, aber das wussten die ja nicht, wie lange. Und dann wollten sie denn noch mal sehen, wer also da den Terror kriegt und vollkommen abdreht oder so. So einen hätten sie dann auch aus... Also die haben es alle ausgehalten. Alles gut. Der fünfte und letzte war Dancing Blindfolded. Das heißt, sie haben den Teilnehmern eine Augenbinde verpasst und dann mussten sie tanzen, irgendwie, weiß ich, 20 Minuten lang oder so, allerdings ohne Musik. Und da praktisch die Leute, die praktisch auch unter Beobachtung am meisten beim Tanzen aus sich rausgehen, die waren geeignetsten, um auch vor irgendwelchen Kameras, von denen die ja wussten, das ist ja eine Reality-TV-Show, also wussten, dass da überall Kameras sind, die also auch vor der Kamera möglichst locker und frei sind. Mir hat am besten gefallen dieser erste Test, wirklich mit dem, da ist ein Gesicht drauf, da ist doch ein Gesicht drauf. Wenn ihr schon mal einen guten Verkäufer hattet, und darauf werden Verkäufer in Läden ja auch geschult, dann werdet ihr die häufig nicken sehen. Ja, warum nicken die? Weil sie euch auch zum Nicken kriegen wollen. Ihr stimmt dem zu, was er sagt. Das ist ein super Angebot. Das kriegt man nirgendwo anders her. Das wollen sie doch haben. Weil der Nachbar hat es auch nicht. Man soll nicht sagen, nein, das ist nicht gut. Also es sind so alles Verkaufsmaschen, mit denen man psychologisch beeinflusst wird. Ja, also ich kann so viel schon mal verraten. Die haben selbst die fünf Leute, also die am Boden sowieso, haben keine Sekunde daran gezweifelt, dass sie irgendwo näher Moskau waren oder so. Und selbst die vier, die an Bord eines Raumschiffs waren, haben bis zum Schluss fest geglaubt, sie wären im All. Unter anderem haben sie ihnen dann sehr glaubhaft auch schon im Vorfeld bei diesen Unterrichtungsverfahren versichert, dass beispielsweise man da draußen keine Schwerelosigkeit haben wird, weil dafür sei man nicht schnell genug. Außerdem habe man ja ein Gerät entwickelt, mit dem man die Schwere künstlich, also das bisschen, was dann weggeht von der echten Gravitation, könnte man künstlich dazu machen. Und das sei zwar noch nicht ganz ausgereift und da berichtet auch keiner drüber, weil niemand will ein Gerät, mit dem man mehr Schwerkraft machen kann. Sie würden wie wild daran forschen, weniger Schwerkraft herzustellen. Sie können im Moment nur mehr Schwerkraft machen und damit dann sowas zum Beispiel fast ausgleichen. Es rumpelt noch ein bisschen. Das haben die ihnen geglaubt. Ja. Und so einiges andere jedenfalls. Das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte. Also wenn ihr richtig mal auf Kosten anderer ablachen wollt, Space Cadets, wenn ich dran denke, mache ich einen Link unten drunter. Es gibt eine Playlist, wo alle Folgen komplett drauf sind. Werbungsbereinigt. Und natürlich ein bisschen verschwommen, es ist 2005. Ne? Da war noch nicht so viel digital, da zeichnete man noch auf Tape auf. Ja, ja, das war's eigentlich schon. Ist richtig kurz heute, ne? Ja, da war wieder das, ne? Ich wollte mir das, ne? Ja, eigentlich abgewöhnen, ne? Immerhin, das habe ich mir mittlerweile schon halb abgewöhnt, aber vielleicht mache ich es wieder weiter, weil es so viel Spaß macht, auf den Tisch zu hauen. Vielen Dank fürs Reingucken. Zeigt euch wieder mal der Mann, der seine Kamera bis zum heutigen Tage trotz der neuen Sachen immer wieder selber ausmachen muss.